Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier auf unserem Kanal Euro Truck Simulator 2 auf der ProMods. Ja, heute mal unterwegs in einem ganz neuen Modell, weil ich noch gar nicht hier gefahren habe. Die Iveco. Ja, geladen. Ein Bagger auf dem Tieflader. Geladen habe ich in Frankfurt am Flughafen. Stehe jetzt auf der A3, in der Nähe von Koblenz, glaube ich. Ja, und wir sind auf, oder ich bin unterwegs nach Cali. Wenn euch die Aufnahme gefällt, wie immer, lasst ein Like da für einen neuen Abo. Und für alle betätigt die Glocke, schreibt was in die Kommentare. Viel Spaß beim Zuschauen. An. Rein das gute Stück. Ja. Recht spartanisch. Liegt daran, dass es im Vergleich zu den anderen LKWs, die man hier fahren kann, keine Tuning-DLCs gibt. Die gibt es bei dem Iveco nicht. So wie zum Beispiel beim Scania oder Volvo oder auch Mercedes. Und DAF, glaube ich, ja, DAF auch. Die haben, da gibt es DLCs, Tuning DLCs für den Iveco. Für den MAN und auch für den Renault gibt es halt keine. Wenn jetzt jemand behaupten würde, dass sie sich alle gleich fahren, dann würde ich sagen, nee. Also der Iveco hier, der ist schon recht leichtgängig. Was mir nicht so gut gefällt, ist halt hier. Naja, aber sei es drum. Ja, auf dem Weg nach Calais. 15 Tonnen wiegt der Radlader. Wir haben noch 8 Stunden Zeit dafür. 350 Kilometer. Der zahlreichen Rheinbrücken. Da seht ihr beim Navi oben vom LKW, jetzt sind wir an Köln vorbei, weiter Richtung Westen. Ein bisschen Werbung in eigener Sache, nicht vergessen. Freitag ist Streamingtag. Wer Bock hat, einfach vorbeigucken auf unserem Kanal. Euro Truck Simulator. Auf der ProMods dann ja ein bis anderthalb Stunden, vielleicht auch mal zwei, mal sehen, live einfach mal vorbeikommen, was in den Chat schreiben, sich im Chat melden und dann kann man den Fragen
Freitagabend. Mit so einem Stream beginnen und bei einem Bierchen beenden. Nein. Ja, Belgien jetzt. Angekommen. Nötig. Aber genau auf der linken Seite liegen lassen. Ja, was gibt es noch zum Iveco zu sagen? Der hat zwar auch 500. Über 500 PS, aber so richtig kräftig ist er nicht. Habe ich da glaube ich schon mal erwähnt. Also wenn man ja den Multiplayer spielt, hier im Euro Truck Simulator, dann hat man ja keine Fahrzeuge, also kein Traffic hier rumfahren, sondern der einzige Traffic, der sind halt die anderen Spieler. Und wenn man am Freitagabend jetzt in die Richtung unterwegs ist und gerade nach Calais, je näher man da kommt, da muss man aber dazu sagen, jetzt nicht unbedingt auf dem Pro-Mod-Server, sondern auf dem normalen Server. Das ist Wahnsinn. Da ist echt der Teufel los. Ja, ansonsten gesehen, ich habe am Wochenende ein bisschen das Design verändert. Vom Kanal. Farming Gamer 08. Ich habe gemeint, dass das ein bisschen zu eintönig war. Deswegen das Design hier. Neigt sich immer so heftig, obwohl der gar nicht so hoch ist. Der hat ja eigentlich einen relativ tiefen Schwerpunkt, finde ich. Im Gegensatz zu den anderen. Aber der, wenn man damit in die Kurve geht, dann neigt der sich schon recht stark für mein Befinden. Aber ganz mal davon ab, dass ich ja eh nicht langsam unterwegs bin. Scania Volvo, die hätten wahrscheinlich darüber gelächelt. Aber wollen ihn ja nicht so schlecht. Ja, trotzdem schön. Ganz ordentlich gelungen. Thank you.
geladen. Naja, wer aber trotzdem Interesse an dem Iveco hat, da gibt es auch genug Mods auf sämtlichen Seiten, wo man da suchen kann. Gibt es auch tolle Mods, schon fertige LKWs gibt es auch sogar schon, muss man noch nicht mal was machen. Da geben die Modder sich echt Mühe. Dafür auch nochmal vielen, vielen Dank an alle Modder, die halt das spielen, sowohl hier in dem Euro Truck Simulator als wie auch im American Truck Simulator oder auch bei dem Landwirtschaftssimulator sich echt reinhauen und da modden, was das Zeug hält. Echt gute Mods raushauen. Viel, viel Lob und Dank an der Stelle. Vergleichen, aber sagen wir mal, es war ja jetzt kein Berg, es war ja eine Erhebung. Und selbst da ist er nicht mit der Geschwindigkeit rübergegangen. Ja. Belgische Grenze. Baustelle hier. Oh. Nee, nicht Baustelle. Unfall. Hatten wir schon mal in einer Folge. Ja, war auch ein Düsenjäger. Und hier war wohl mal der Grenzübergang. Da bin ich auch mal gespannt. Bald kommt ja das Update raus für den Euro Truck Simulator. Dann werden auch die Karten ja abgedatet. Heißt also, Pro Mods wird dann auch wahrscheinlich ein Update bekommen. Da bin ich mal gespannt, ob dann schon der Brexit mit berücksichtigt worden ist. Dass dann jetzt auch wieder, wenn man nach Großbritannien möchte, muss man da so eine richtige Grenzkontrolle, was ich hier gehen lassen muss. Wie zum Beispiel, wenn man Richtung Balkan fährt. Ja, alle Nase nach. Haben wir in den letzten Folgen ja mitgemacht, kontrolliert wird. Ja. Thank you.
jetzt nämlich, glaube ich, Richtung Hafen. Ja, wir fahren nicht Richtung Hafen, so wie ich schon vermutet habe, sondern wir fahren direkt in die Stadt selber. Auch geschafft, den Bagger abzuliefern. Wo geht's rein? Da vorne. Ah, den parken wir da hinten. Alles gut. Ja, dann war es das auch mit der Folge. Wie immer, schon gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.